Hallo und herzlich willkommen bei Transport Fever, André und seine Inseln. Bei Transport Fever 2. Auf unserer schönen, wie kippe ich nochmal die Kamerasicht? So kippe ich die nochmal. Ja, auf unserer schönen tropischen Karte, die wir seit März gar nicht weitergespielt haben. Aber ich dachte, es wäre mal an der Zeit, einen netten Abend zu machen. Wenn es so heiß ist, habe ich auch echt Schwierigkeiten beim Denken. Das hat man, glaube ich, am Dienstag bei Kerbal Space Program gesehen. Ich hatte Lust, mal wieder ein bisschen Transport Fever zu bauen, Sachen zu bauen, entspannt Landschaften mit Verkehrsinfrastruktur auszukleiden. Ja, ich mag bei Transport Fever 2 es gerne so, dass man quasi eine langgezogene Karte hat und zwei Enden, wo so große Zentren sind. Hier haben wir drei große Städte, die hier miteinander Handel treiben. Nassenheide, Mistelgau und Retterath sind hier oben. Dann haben wir noch Assling, so auf halber, so irgendwie so ein bisschen auf so einer Insel damit bei. Da gibt es schon einen Bahnhof. Hier haben wir eine malerische Strecke runter nach Neu-Premslin. Das ist schon angeschlossen. Hier außen haben wir Grießen. Da, diese Stadt hat noch keine Liebe von uns empfangen. Genauso wie Kalmerode, auch noch unangefasst. Und Uerde, auch noch unangefasst. Und hier unten haben wir dann Burgsdorf. Die Stadt ist schon ordentlich gewachsen. Die kriegt auch, wie man sieht, reichlich Zeug geliefert. Die hat eine schöne Brücke hier. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal im letzten Stream gemacht. Hier eine schöne Brücke über den über diese Bucht hier. Da, wo Zeug angeliefert wird, also da hinten kommen Waren an über diese Brücke. Die Passagiere kommen unter der Brücke entlang. Und zwar zu diesem Bahnhof, der dann fortgesetzt werden kann Richtung Uerde. Upsi. So wollte ich, genau. Ja, das haben wir schon angeschlossen. Dann geht es hier unten weiter. Fahrendorf hat sowohl einen Bahnhof als auch Warenanlieferungen in einem Bahnhof kombiniert und so ein bisschen Brückeninfrastruktur drumherum. Die Stadt ist auch schon ganz schön gewachsen. Hier haben wir so eine Bahnlinie und hier unten haben wir das Zentrum an der anderen Seite der Karte. Da haben wir Kummersdorf, Alexanderdorf, Neu-Dessau und Jessern. Die sind, das sind alles relativ weit gewachsene Städte, die so am Berg hängen liegen, was ich irgendwie sehr, sehr schön finde. Also hier gerade bei Jessern hat das auf jeden Fall was. Und okay, hier haben wir so einen kleinen Hügel, auf dem bei Neu-Dessau sich ein bisschen die Stadt ausgebreitet hat. Da müssen wir wahrscheinlich demnächst mal was mit dem ÖPNV machen, hier oben auf dem Hügel. Und hier haben wir Kummersdorf, Alexanderdorf. Das hat auch eine interessante Struktur bekommen, hier über diese Bucht, die es jetzt mittlerweile umfasst. Und da haben wir letztes Mal, glaube ich, schon den ÖPNV nach hier hinten ausgeweitet. Ja, es gibt hier einiges zu tun. Armekuni, hey, schönen guten Abend. Ja, die nördlichen Dörfer klingen sehr mecklenburgisch-brandenburgisch. Ja, ich habe auch tatsächlich mal, als ich ein paar Karten gemacht habe, das sind keine Fantasienamen, soweit ich weiß, sondern das ist quasi kleine Städte, irgendwie in der Kategorie 10.000 bis 25.000 Einwohner, sind in der Datenbank. Also Neu-Dessau weiß ich, dass es das gibt. Das ist, glaube ich, irgendwo in Sachsen-Anhalt. Also Dessau ist eine Stadt in Sachsen-Anhalt und da ist irgendwo auch Neu-Dessau in der Nähe. Fahrendorf weiß ich nicht. Burgsdorf klingt so, als ob es das überall geben würde. Aber Uerde ist, glaube ich, was aus Westfalen. Irgendwo Arnsberg die Ecke. Arnsberg-Dortmund, so in dem Bereich, gibt es Uerde. Und ja, Neu-Premslin ist mecklenburgisch-brandenburgisch. Da stimme ich dir voll zu. Genau wie Roskow, Assling. Ja, Assling, Mistelgau, Retterath. Na, Retterath könnte auch irgendwo im Rheinland sein, muss ich sagen. Und Nassenheide? Oh, das könnte auch überall sein, finde ich. Aber ja, ich mag die deutschen Namen, weil ich hatte da tatsächlich schon mal sowas wie Hohenneuendorf, was ja im Norden von Berlin ist. Eine kleine Gemeinde. Ich hatte auch schon mal Flotow. Flotow ist eine kleine Stadt in Ostwestfalen, direkt neben Bad Oeynhausen.
An der Grenze zu Floto bin ich aufgewachsen. Deswegen fand ich das sehr lustig, dass ich mal diesen Stadtnamen in Transport Fever 2 bekommen habe. Ja, und es läuft hier überall Handel und so weiter und so fort. Und das Erste, wenn ich länger in ein Spiel nicht reingeguckt habe, ist es meistens, dass man mal so nach den Linien guckt, was... Was läuft denn hier und was bringt Ertrag und was bringt keinen Ertrag? Hier haben wir Fahrendorf-Werkzeuge und Burgdorf-Werkzeuge. Liefert nur bedingt Sachen aus. Und da kann man dann quasi anfangen zu debuggen. Aber im Prinzip haben wir hier nicht wirklich viel zu debuggen. Wir haben eine Tram in der Bucht. Da weiß ich, glaube ich, wo wir da ein Problem haben. Tram KD... AD, das ist hier unten in unserer Stadt. Das müsste diese Tram hier sein. Die hier. Die kleine, die hier so hin und her fährt. Da haben wir nicht wirklich viel Nachfrage bei den Leuten, weil so wirklich viele wohnen hier nicht. Das heißt, wir müssten hier... Na, wobei, eigentlich haben wir hier ein gutes Einzugsgebiet und... Wir verbinden hier, also das ist nur diese Straße und haben wir denn keine Tramgleise? Ne, wir haben keine Tramgleise von da nach da. Wir haben hier eine Tram. Ah, die sind nicht miteinander verbunden. Wahrscheinlich würde es Sinn machen, wenn wir diese Tram miteinander kombinieren. Also hier diesen Eingang und der Linie nach da. Eine eigene Verbindung hier geben würden und vielleicht mehr als eine Haltestelle. Na, wobei, brauchen wir eigentlich nicht. Diese Haltestellen finden sich ganz gut. Was wir machen können, wäre halt hier einen Eingang und das hier ist das Kummersdorf-Alexander-Tram-Depot. Das heißt, wir könnten hier am Tram-Depot eine Straße langlegen. Und hier haben wir auch tatsächlich Tramgleise, wie ich gerade sehe. Das heißt, wir könnten hier direkt einmal tätig werden. Wir machen mal da dieses Haus weg. Und ich mache mal Pause. Nassenheide ist bei Löwenberg beim CCC-Camp. Oh, oh, okay, interessant. Das wusste ich auch nicht. So. Dann machen wir mal hier eine Kurve, macht wenig Sinn. Wir können hier so mal weggehen und hier eine Kurve hinlegen. Und was wir hier hin machen können, ist noch ein Bahnhofsgebäude, das an diese Straße hier anschließt. Also Passagiergebäude. Ja, da haben wir schon die großen. Genau, dann können wir hier ein Passagiergebäude hinmachen, dass man quasi seitlich auch nochmal in den Bahnhof reingehen kann, wenn man das denn möchte. Und dann können wir hier quasi die Linie verlängern, weil wir müssten doch hier noch einen Terminal frei haben. Terminals, wir haben 1, 2, 3, 4. Genau, der vierte Terminal hier unten, das ist natürlich der nicht der beste. Wir gucken mal. Nee. Tram. Den könnten wir auf 4 legen. Also den braunen auf 4. Terminal 4. Und den orangenen auf 3. Und dann hätten wir 1 frei und da könnten wir den hinlegen. Weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Oder was heißt wie sinnvoll? Das machen wir jetzt mal. Und wir... Nee, ich möchte... Werkzeuge, da war es doch genau. Hier... Einmal Tramgleise hin, jawohl. Und wir nehmen hier oben diese Linie und machen Linie verwalten und fügen da eine... vor Kummersdorf, Alexanderdorf fügen wir die hier ein. Das heißt also,
Das ist Zentrum. Das heißt, die hier... wie verschiebe ich das? Das verschiebe ich gar nicht. Ich möchte hier hinter den hier hinzufügen. So. Genau. Eins, zwei, drei. Und dann nach Ringstraße halten wir wieder da. Und dann fährt er zurück hierhin. Genau. Dann haben wir jetzt zwei zusätzliche Haltestellen. Und wir gucken mal, wie viele Fahrzeuge... Wir haben drei Fahrzeuge. Wir spendieren dem eine zusätzliche Tram. Und das sollte jetzt hier vielleicht ein bisschen dafür sorgen, dass die Stadt auch noch in diese Richtung hier wachsen kann. Also, dass auf jeden Fall ein bisschen mehr Tramverkehr ist und die Leute von da besser wegkommen. Was wir auch noch machen könnten, wäre, dass wir ein bisschen angleichen machen. Werkzeuggröße ein bisschen größer, Stärke. Dass hier die Stadt noch ein klein bisschen mehr wachsen kann. Bisschen die Strandlinie zurückziehen, aber da müssen wir vielleicht gleich nochmal mit dem... Upsi, das wollte ich nicht. Da machen wir mal angleichen, dann ist das wieder weg. Sehr schön. Oh, Kammwechsel. Ein bisschen groß. Danke für den Hinweis. Warum habe ich hier noch den Kammwechsel nicht drin? Das ist ja... Eigentlich sollte hier Kammwechsel auch funktionieren. Aber danke, Horsti, für den Hinweis. Entschuldigung, jetzt habe ich so viel erklärt. Ich hoffe, die ganze Zeit war ich nicht mit der Nase davor. Hier sieht es auch ganz gut aus. So, jetzt haben wir da oben diese eine Tram. Weiß ich nicht, ob wir die gefixt haben. Dann gehen wir mal hier zu den Werkzeugen. Ne, das sind nicht die. Das hier. Da haben wir... 33 von 88. Hier wird nicht so viel angeliefert. Wobei, wir bedienen hier Werkzeuge eigentlich ganz gut. Was ist denn hier das Problem? Warum ist der Zug nicht ausgelastet? Die sind doch... Weil die Strecke so lang ist, oder? Okay, hier hinten bei den Brettern kommen wir einfach nicht hinterher mit dem Abtransport, oder was? Die Züge sind... alle voll. Das heißt, da gehen wir mal rein und verwalten die mal. Da haben wir Krokodile vor. Was haben wir an Loks? Krokodil kann 75. Hier können wir mal eine stärkere Lok vorsetzen. Also, wir machen mal Pause. Und wechseln diesen Zug mal aus, also diese beiden Züge, nehmen eine kräftigere Lok und knallen da einen besseren, bis zu 80 Kapazität hatten die. Und wir machen hier jetzt einfach mal ein bisschen mehr hin und setzen da mal... Das sind jetzt ein Waggon weniger, aber ein Waggon, der deutlich mehr Ladevolumen hat. Also 80 sind da drauf und wir können nochmal 13 mehr, also mit über 100. Das sollte hier vielleicht ein bisschen helfen, dass die Stationen nicht überladen sind. Und die letzte Linie war diese andere Tools-Geschichte. Die hier, die sind nicht gut ausgelastet. Hey Squab, schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Unterstützung. Squab hat mit Tier 2? Squab, herzlichen Dank, das ist mir bisher gar nicht aufgefallen, um Gottes Willen. Herzlichen Dank, Tier 2 Unterstützung. Schon im aktuell sechsten fortlaufenden Monat. Danke, danke, danke und herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
Jo, ja, hier ist irgendwie, wir laden hier nicht so viele Tools ein, hier runter, weil wir wahrscheinlich eine schlechte Infrastruktur haben. Hier liefern wir die Tools hin und hier kommen LKWs und die liefern sie dahin. Wo haben wir in Fahrendorf Nachfrage nach Tools? Ach, das sind eh nur so drei. Ne, das muss erstmal wachsen. Deswegen ist diese Linie so ineffizient. Deswegen macht sie ein Minusgeschäft. Ich verstehe. Hier werden einfach nicht viele Tools nachgefragt. Ja, dann haben wir das auch geklärt. Das wäre das Erste. Die Linien angucken, welche sind okay, welche nicht so. Tram Neubremslin ist auch nicht sehr effizient, aber das wird werden, weil Neubremslin werden wir jetzt bald zu einem Hub, was Eisenbahn angeht, umbauen. Jetzt haben wir noch hier, nicht Fahrzeuge, sondern Halte. Und wenn man da auf Überlastung guckt, dann wird man einiges gewahr. Und wir haben keine überlasteten Halte. Alles sehr gut. Ja, wenn ich hier Überlastung hin und her schalte, sieht das gut aus. Ich glaube, hier unten der Bahnhof, na gut, die Bretter sind immer noch ein Problem. Aber da kommen wir jetzt gerade so ein bisschen aus der Misere raus. Hier wird mehr Bretter angeliefert und die Fabrik... Ja, die Fabrik hat keine Bretter auf Lager. Ah, ich verstehe. Dann würde ich mal hier diese Fahrzeuge verwalten und bei beiden nochmal tatsächlich noch ein bisschen was zusätzlich dranhängen an Ladekapazität. Und das passt auch noch so gerade in den Bahnhof. Und dann wird hoffentlich, ja genau, der Transport aus dem Sägewerk ist im Moment nur 70%. Das heißt, wir könnten theoretisch einen dritten Zug oder schnellere Güterzüge hier einsetzen. Aber ich werde da nochmal ein Auge drauf haben und da bestimmt mal drauf zurückkommen. So, und das war die einzigen Katastrophen, die wir so haben. Und das, was ich heute machen will, ist natürlich hier und da, wo es mir auffällt. Ich muss auch nochmal ein bisschen überall in jede Stadt gucken. Wie sind die so, ne? Wo hängt es irgendwo an einer Haltestelle oder sowas. Aber was ich gerne machen will, ist, dass wir hier unsere Nord-Süd-Passagierverbindung weiterbauen. Wir haben hier schon die großen Städte von hier oben an Assling angeschlossen und sind runter nach Neubremslin gegangen. Hier Roskow haben wir irgendwie so ein bisschen links liegen lassen und auch Grießen. Vielleicht sollten wir Grießen und das hier auch nochmal anschließen, bevor ich quasi diesen Streckenschluss mache. Wir haben hier Neubremslin, Uerde und dann haben wir hier einen Bahnhof in Burgsdorf. Das heißt also, wir könnten einfach hier über diese Achse hier außen Uerde anschließen und dafür sorgen, dass Uerde quasi die Transitstadt wird. Oder Kalmerode hat beides was, aber Uerde, da ist kein Berg im Weg. Hier, Kalmerode liegt in so einem Tal, das ist eine schöne Herausforderung. Hier weiß ich aber echt nicht, wo ich den Bahnhof hinpacken sollte. Was man hier cool machen könnte, wäre, den Bahnhof hier so unterirdisch zu machen und quasi unter der Stadt einzufahren. Ich weiß jetzt, sind Menschen aus Stuttgart da und schlagen die jetzt die Hände über dem Kopf zusammen? das wäre halt noch eine Möglichkeit. Dann müsste man hier hinten quasi hier rum was legen und dann, ja, hier müsste man durch viele Berge durch. Das heißt, ich mache wahrscheinlich den Anschluss erstmal nach Uerde und dann gucken wir, wie wir Kalmerode angeschlossen bekommen. Und hier haben wir auch schon mal so ein paar Sachen, die eher im Weg sind. Wenn ich hier so ein bisschen gucke, ich glaube, ich würde die Bahn hier so lang legen. Ja, wir müssen... Diese Minen sind halt derbe im Weg, ne? Also wir müssen hier lang. Also hier müsste ich schon irgendwo den... Was passiert, wenn ich hier... Ja, da meckern sie. Da meckern sie, dass wir diese Straßenverbindung abgekappt haben. Das heißt, die müssen wir alle wieder herstellen. Und hier muss ich ein paar Häuser abreißen, so leid es mir tut.
Wir müssen hier die Bahn langlegen, da dran vorbei und dann haben wir hier einen Bahnhof. Und da nehme ich jetzt mal, ich mache mal das Datum wieder an, dass das ein bisschen fortschreitet, wenn wir die Zeit wieder anmachen. Hier nehmen wir mal einen Bahnhof mit, ja, was brauchen wir? Hier wird viel verbunden werden. Ich glaube, wir nehmen direkt mal einen sehr, sehr großen Bahnhof mit 6. Ach, wir können nach zur einen Seite auch wachsen. Ich nehme mal 5, dann haben wir noch ein Gleis mehr außen. Das ist irgendwie ganz nett. Versuche gerade die Ausrichtung zu finden. Wenn wir da so rumkommen. Ja, wahrscheinlich. Upsi, was habe ich da gemacht? So. Ja. Ja, ich würde sagen, so geht's. So, wir haben nicht viel Platz hier für den Bahnhof. Das ist so ein bisschen Gefummel. Und davor möchte ich natürlich irgendwas in Richtung ÖPNV setzen. Beziehungsweise sinnvoll hier Dinge anbinden. So, da mal nochmal die Straße weg. Und ich glaube, wir binden den Bahnhof nicht direkt hier mit so einem Tram-Haltestelle direkt vor der Tür an, sondern die ist ein klein wenig, auf jeden Fall der große Wechselpunkt ist so ein bisschen entfernt. Also ich würde sie wahrscheinlich hier so hinsetzen. Genau, da wird ein Gebäude so ein bisschen entfernt.